Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Europa Universalis 4 mit dem Fralo. Hallo. Und jo, ja, ich habe mir das mal angeguckt und ich glaube, man muss den wirklich 16 werden lassen. Ansonsten könnte man die Regierungsform wechseln, wo dann die Adligen ein bisschen mehr Macht bekommen. Das würde uns vielleicht helfen, aber dauert halt auch noch, weil da ein bisschen administrative Macht zu erforderlich ist. Und deswegen wird es jetzt gerade schwierig, denn wir können niemandem den Krieg erklären, was ja meine Lieblingsbeschäftigung sonst war. Und muss man erst mal sehen, wie das jetzt so weitergeht. Ich glaube, wir werden uns mal hauptsächlich darum kümmern, die Revolten hier niedrig zu halten und die Religion hier ein bisschen zu vereinheitlichen. Zum Beispiel in Edirne hier. Das ist immer eine der größten Gebiete, die hier ein bisschen Probleme machen, was so die Religion angeht. Versuchen wir einfach mal, die orthodox hinzubekommen. Beziehungsweise, nee, wir sind ja orthodox, wir wollen die zu Sunni machen, glaube ich. So, und unser Herrscher ist momentan 3 Jahre alt. Das heißt, er muss bestimmt so um die 16 sein. Das heißt, in Ach, 13 Jahren du hast geht's einen wieder los. dreijährigen Herrscher, hast du? Ja, der hat gerade so noch einen ausgespuckt, bevor er gestorben ist, und deswegen sind sie ein bisschen hart, arbeitet Okay. unermüdlich daran, dieser Provinz das Wort der Sunni zu predigen. Sein Fortschritt 0%. Wow. So unermüdlich kann er ja gar nicht sein. Er ist jetzt schon einen Monat dabei, aber gut. Wenn er meint, unermüdlich. Das hier sind die Prediger? Ne. Ist das der Prediger? Diplomat? Missionar? Haben wir noch einen davon? Ne, ja. Ne, anscheinend nicht. Das ist ja super. Mach mal hin, Junge. Hab nicht ewig Zeit. Geht das auch immer pro Runde, dass das hier was wird, oder was? Braucht ja ewig, der Typ. Predige schneller, Mann. Es sind noch immer 0%. Ich glaube, der erhöht nur mein Revoltenrisiko und nichts anderes. Das ist doch super. Jetzt werden die sich gleich wieder auflehnen, weil die das nicht wollen. Noch nicht, Wahnsinn. Ich dürfte auch bald wieder hier die Stabilität steigern können. Was natürlich wieder gut war, ist, dass jetzt kein kein Krieg mehr mit den Byzantinern hier herrscht, aber das war nicht so gewollt. Wie immer. Östliche Ritter werden wir mal wieder bauen. Können wir da davor bauen? 3, 4, naja. Naja, 4 Ritter mal bauen, das passt. Die waren ja ganz gut drauf. Die haben ganz gut was weggeholt. Immer noch bei 0%, na Mensch, das geht ja richtig fix bei dir. Vielleicht schafft das nach einem Jahr hier mal irgendwo hin. Ich glaube aber nicht, dass es das normal ist, dass er hier so weit hinten ist. Seinem Predigen. Kann ich mir schlecht vorstellen. Meinst du mit so einer Religion ändern? Ja, das dauert bei mir auch ewig. Der ist bei mir bei 3,5% und der läuft bestimmt schon seit 3 Jahren. Gott. Also 3 Jahren jetzt im Spiel. Das Byzantinische Reich spioniert schon wieder. Seid ihr blöd oder was? Ihr habt keine Truppen. Warum müsst ihr bei mir spionieren? Ganz ehrlich. Wir haben gerade Frieden, gerade so. Könnt ihr glücklich sein mit. Die haben keine Truppen und nix. Trotzdem muss er hier bei mir rumspionieren, ja. Naja, wenn er das für nötig hält. So, ihr führt euch mal zusammen. Ja, es wird leider etwas ruhiger als geplant, aber daran ist nur derjenige schuld, der gestorben ist, zu Momenten. Ein Verwalter in unserer Provinz hat einen Ruf als grausam und gierige Person. Die Lokalbevölkerung hat eine Petition gestartet, um ihn loszuwerden. Wisst ihr, wie ich vereiern? Verlieren sie 33 Prestige. Na super. Super Sache. Jetzt habe ich dem den Kopf abgeschlagen, habe 33 Prestige verloren. Klasse. Ja, das Einzige, was ich jetzt. Das geht immer so schnell nach unten, aber nach oben geht's gar nicht. So ganz, ganz wenig. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre jetzt hier das Revoltenrisiko zu senken. Ich könnte noch irgendwo was bauen. Dock. Dock brauche ich auch nicht. Wo man damit den Handelseinfluss ein bisschen erhöht. Könnte ja eigentlich hier auf der entgegengesetzten Seite. Ne, das ist schon Dock, ne?
Aber den Handelseinfluss erhöhen ist ja gar nicht schlecht eigentlich. So verliere ich jetzt natürlich ganz, ganz viele Jahre hier, denen ich hätte einfach alles erobern können. Gerade dadurch, dass ich diesen Mist hier wieder freigegeben habe. Warum auch immer, war ja eigentlich alles schon klar, aber gut. Die Meinung vom Byzantinischen Reich von mir, minus 200. Warum wohl? Habt ihr erst zweimal angegriffen? Geschichte aus dem westlichen Europa über neue Informationen erfindet, oh, bla bla bla. Holt sie her, wir brauchen Blatt. Naja, mach mal. Hol mal her, die Jungs. Können nicht genug haben. So, ihr wieder zusammenführen. Und Prediger Jim Knopf. Den kann man doch zurückrufen, oder? Was soll der Quatsch? Da geht doch nur das Revoltenrisiko hoch. Wie lange braucht denn der Heinz? Alter Mann. Muss man doch bestimmt nachher irgendwas hier, ne? Bei Ideen oder so, bei nationale Ideen muss man doch bestimmt was da reinsetzen, denke ich. Ihr müsst Technologie, nationale Ideen erforschen, um das Feld freizuschalten. Ja, würde ich ja gern. Heute ist erst bei 3. Würde da gerne auch mal auf eine 4 kommen, aber wie das geht, ist die Frage. Ihr Das hat müsst man jetzt nicht drei gehört. Hier fuhr gerade weitere ein Ideen. Roller lang Ja, das hat man, vom glaube ich, gehört. Fenster. Verdammt. Einer beliebigen Gruppe freischalten, damit ihr die nächste nationale Idee freischalten könnt. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie das überhaupt funktioniert hier. Gebt mir irgendwas. Weißt du, wie das geht hier mit diesen nationalen Ideen? Hab da keine Ahnung von. Ich habe da auch keine Ahnung von. Ihr habt Stufe 3 erreicht und benötigt Stufe 4 im Bereich administrative Technologie. Und wo komme ich? Ah, hier bei Technologien. Ah, da bin ich erst bei 3. Da kommt ihr ja nie weiter. Ihr habt nicht genug Verwaltungspunkte, um diese Stufe zu erforschen. Ihr benötigt 723 Punkte, besitzt aber nur 130. Ah, da brauche ich administrative Macht für. Alles klar, dann kann man das hochmachen. Boah, das ist so viel Macht, dass ich damit wahrscheinlich viele andere Sachen anfangen kann in der Zeit, statt den Quatsch zu machen. Und das werde ich dann wahrscheinlich auch tun. Denn da sind mir dann doch zu wichtig für, als dass ich da irgendeinen Quatsch für raushau. User joined your channel. Ja, hallo? 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 Ja, wir sind gerade am Aufnehmen. Hallo? Oh, sorry. Jo, kein Ding. Und ich werde mal hier ein bisschen weiter rekrutieren. Moment, Moment, Moment. User left Ach your so, jetzt channel. ist Dings Diplomat beibehalten. Nee. Jetzt habe ich mit Venedig wieder 100 Beziehungen, aber was bringt's mir? Wahrscheinlich wieder nichts, wie ich mich so kenne. Diese Beziehungen bringen eigentlich trotzdem nichts, ne? Friedensangebot von Trapsepund. Ja, warum Ihr habt ihr habt erst den Stufe Krieg 3 erreicht angefangen? und benötigt Stufe 4 im Bereich administrative Technologie, um dieses Ideenfeld freizuschalten. Und wie erreiche ich Stufe 4? Indem du da die administrative Macht hast. Du musst mal die Technologien gucken. Wie geht das hoch? Steht er da. Wenn du da drüber gehst, über den Balken da unten. Ihr habt nicht genug Verwaltungspunkte. Um diese Stufe zu erforschen, benötigt ihr so und Ach, so das geht ja viel. ganz, ganz langsam nur. Es geht halt je nachdem, wie viele administrative Macht du hast. Aber die geht im Endeffekt hoch, wenn du Leute angreifst. Also ich hatte zwischenzeitlich, hatte ich da schon 500 oder so, aber das ist ja gerade mal wieder hier nix, ne? Bin ja hier am Warten. Eiskalt am Warten. Tut mir auch sehr leid, dass hier gerade nicht viel passieren kann. Aber ich kann leider keinen Krieg anfangen, wie es aussieht. Man dürfte ja wissen, dass das meine Lieblingsbeschäftigung ist, aber wir müssen warten, bis der Regent hier älter wird. Derzeit haben wir auch einen richtig schlechten Handel hier. 4,71%, das gibt's gar nicht. Ich hatte 12 vorher. So, was brauchen wir hierfür? Auch administrative Macht, das passt doch. Damit ich meine Stabilität steigern kann, brauche ich genau den Wert, den ich da auch für diese Technologien brauche. Geld kann man nie zu viel haben. Jo, haut rein. Wir haben zwar schon übelst viel Knete, aber können wir natürlich noch was mit anfangen, wa? So, das Einzige, was ich jetzt in der Zeit machen kann, ist mein Heer hier vergrößern ohne Ende. Finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Warum das jetzt gerade geht, weiß ich nicht, aber ich finde es einfach ganz gut.
Wenigstens das. Ne? 14 Reiter habe ich jetzt hier, beziehungsweise 14 Truppen mit den Reitern zusammen. Das ist schon mal nicht schlecht. Und der Priester steht und freut sich. Immer noch 0%. Ist jetzt schon über ein Jahr her, dass er hier angefangen hat. Du predigst ein Scheiß, Junge. Geh bloß wieder nach Hause. Kann ja nicht wahr sein hier. Ist der, die überzeugt hat, das kann gar nicht angehen. Das werde ich auch, glaube ich, nicht erforschen, weil mir das viel zu lange dauert. Komm, Kollege, kannst nach Hause gehen. Das lohnt sich nicht, was du da treibst. Wo ist er? Wo ist er? Ist er das hier? Peter Lustig? Komm, hau ab da. Mein Sultan hat einen neuen Feind den Krieg erklärt. Serbien. Sie deklarieren Rückeroberung als Krieg. Achso, Bosnien und Serbien sind im Krieg. Das steht da immer so dumm, oder? Der sagt immer mein Sultan und dann sagt er, der und der hat Krieg erklärt. Aber das klingt immer so, als ob man das selber wäre. Quark. So, geht mal zusammen. Ihr Ansprüche auf Provinzen, die euch nicht gehören. Provinzen. Ja, ja, ich weiß, dass mir Konstantinopel eigentlich gehört, aber der gibt mir das ja einfach nicht. Warum auch? Anspruch fingieren. Wir haben da schon einen Anspruch. Ich brauche da kein Fingieren. Auf Zypern habe ich anscheinend noch keinen. Machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Und verbessern unsere Beziehung hier zu Ungarn. Revolten sind möglich. Ja, da musst du Stabilität erhöhen. Meine Stabilität ist auf 3. Das ist das Höchste. Achso. Also ich musst du versuchen, deine Kriegsmüdigkeit zu senken. Militärische Macht habe ich einfach benutzt. Ich habe mehr als genug davon, weil ich momentan gar nichts mache. Bei mir ist momentan überhaupt nichts los hier. Ja, bei mir ja auch nicht. Ich warte ja auf meinen kleinen Sack. Bis er endlich mal älter wird. 6 Jahre ist er jetzt alt. Wachse und gedeihe, Mann. Der Anspruch ist jetzt schon bei Mittel. Komm, wachse. Nein. Kleiner Krüppel. Regierung. Ihre Leitstruktur ist türkisch. Türkisch ist in der Gruppe Toku-Semitisch. Die Osmanen akzeptieren auch die folgenden Kulturen. Bulgarisch, Griechisch. Mhm. Das ist ja alles interessant, aber ich will trotzdem endlich mal hier rankommen. An die Jungs. So, noch mehr Regimente, immer mehr. Nö. Privilegien gewähren hier. So, das war's jetzt. Also kann ich einen Reiterherr von 20 Mann gleich hier meinen eigenen nennen. Das ist doch was Schönes. Ich bin jetzt momentan wieder bei 27, 39 Mann. 39 Mann, ist ja gut. Mhm. Ja, ich habe mich auch wieder langsam aufgebaut. Ja, damit kann man was anfangen. Ja, aber nicht gegen meine Nachbarn hier. Aber bei meinen direkten Nachbarn werde ich hier versuchen, über Diplomatie zu gehen. Ich glaube, man muss endlich mal mein Prestige wieder nach oben. So, jetzt habe ich hier auch einen Anführer noch mit reingesetzt. Ja, Prestige ist bei mir bei plus 1. Ist top, ne? Mhm. Verfall. Immerhin. Minus 0,08. Prestige ist bei mir minus 47. Ja, würde ich hier den alten Herrscher haben, wäre ich hier sonst wo. Ich bin sogar bei Stabilität, bin mittlerweile bei plus 1 nur noch. Kann ich aber jetzt, glaube ich, wieder erhöhen. Also jetzt steht hier, verlieren 10 Prestige. Bekomme ich dann 10 Prestige? Weil vorhin habe ich bei, bekommen Sie 10 Prestige, 10 Prestige bekommen. Verloren, meinst du? Ja. Ja, weiß ich nicht. Aber das ist so eine Frage, ne? Ich würde sagen, ihr sagt mir auf jeden Fall nochmal, wie ich das jetzt am schnellsten hinbekomme, dass ich hier den Regenten einsetze, beziehungsweise endlich mal wieder angreifen kann. Kann ja nicht sein, dass ich mit dem 6-Jährigen nicht also angreifen kann. Gewinnen ist alles verlieren. Jetzt bin ich wieder bei minus 56. Und dem helft vielleicht noch dem Fralum aus seiner Misere. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Euer Shuto. Tschüss.